not a time to existentially gaze down upon the plot of one Dexter Graves. There are no jumping spiders here. Servus, ich bin's wieder, euer Alex. Und hier ist wieder Toni. Jawohl. Heute haben wir mehrere Stationen auf dem Programm, deswegen wird alles zusammen in ein Video verfasst. Die erste Station zeigen wir euch jetzt. Kommt mit. So, ihr habt genau richtig gesehen, wir haben mal wieder eine Höhle entdeckt, beziehungsweise entdeckt, wir haben es uns vorgenommen, zu dieser Höhle zu gehen und die schauen wir jetzt von innen an. Im Übrigen, es handelt sich hier um die Hörlberghöhle, war mal früher ein alter Bier- oder Weinkeller, nehme ich mal an. Schauen wir mal rein. Kommt mit. Jede Menge Viecher. Und das Highlight hier? Was haben wir hier denn entdeckt? Sieht aus wie ein alter Bunker. Hier sind die Lüftungsstützen. Das ist ein Bunker. Hier ist eine Öffnung. Ey, man kann rein. Alter. Yep.
Wirklich? Das ist echt ein alter Bunker hier. Ne? Das ist krass. Geil. Sowas mitten im Wald, ne? Ist alles sehr brüchig hier am Boden. Ist nicht besonders groß, aber sonst ist er schon cool. Okay. So, dass wir hier diesen Bunker im Wald gefunden haben und dass er zufällig noch offen war, war wirklich ein sehr, sehr cooler Zufallsfund. So. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Ort. Und ich hoffe, dass wir ihn wieder mal finden. Das ist schon lange her, wo ich mal dort war. Das ist ein schöner Lost Place. Auf geht's. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu den Wernsbacher Steinbrüchen bei Georgensgmünd. So, wir machen uns jetzt erstmal ein Festballer. Zu gut Deutsch, das war Fränkisch. Zu gut Deutsch, wir machen jetzt eine kleine Rast und essen was.
Kann sein. Alter, der geht übelst tief rein. Krasse Scheiße. Das ist keine Wolke. Schön, dich kennengelernt zu haben, Toni. Vielleicht sehen wir uns. Geh mal tiefer rein. Nimm einen Stecken, mach die Spinnenweben weg, hab ich auch gemacht. Das geht übelst tief hin, da muss man ums Eck schauen, Alter. Das geht voll ewig. So ein alter Fluchttunnel oder sowas. Du musst mit dem Kopf voran. Ja, ich weiß, die ganze Decke ist voll. Die hast du an dem Mund. Ja. Siehst du, wie weit es dahinter reingeht? Das ist krass, ne? Hä? Das ist gefährlich. Du hast deine Taschenlampe verloren. Warum ist das zu gefährlich? Das ist Sandstein, wenn es bröckelt und einstürzt es rum. Sandstein ist ultra gefährlich. Aber es geht übelst weit, ne? Hä? Nichts Großartiges. Der mysteriöse Stollen in Snaps. Das war's. Nicht einmal eine Fledermaus ist hier. Aber ein Haufen von Mücken. Tagestour. Ich hoffe, die Eindrücke, die wir euch vermitteln konnten, waren gut. Schön. Und dann sage ich nur noch ciao, bis zur nächsten Tour. Macht's gut. Servus. When I take control,
I fall apart when I make up.